Es ist so schön, dass ihr heute alle hier seid. Ja, was für ein tolles Lied. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für diese Welt. Was für ein bewegender Text, was für eine bewegende Botschaft. Und im Lied kam auch die Zeile vor, wir stehen auf für sein Reich. Tun wir das? Stehen wir wirklich auf für das Reich, wenn es drauf ankommt? Oder geben wir manchmal klein bei und trauen uns nichts zu sagen? Und das ist auch so ein bisschen das Thema der heutigen Predigt. Wir kommen ja von Ostern, zunächst Karfreitag, Ostern. Jetzt haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert am vergangenen Donnerstag. Was für ein wunderschöner Tag, auch so schön, dass ihr alle da wart oder viele mit Freunden. Auch danke nochmal an das ganze Team, was sich da vorbereitet hat, auch das Drumherum, Tischdecken und so weiter, alles super organisiert. Vielen Dank auch dafür. Und wir gehen auf Pfingsten zu. Dieses tolle Ereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da sind die Apostel wirklich aufgestanden. Die sind aufgestanden und haben für das Reich Gottes gekämpft. Koste es, was es wolle. Und so wollen wir uns heute einen Text anschauen, den wir schon oft gelesen und gehört haben. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich uns die Situation schildern, wie es denn den Jüngern so ging. Was war der breite Kontext? Ich habe es schon gesagt, es waren turbulente Zeiten. Ihr Messias, Jesus wurde gekreuzigt, der Retter, plötzlich war er weg. 3 Tage später, dieses gigantische Ereignis, Jesus steht von den Toten auf. Und dann zeigt er sich hier und dort, redet über das Reich Gottes. Aber wie ging es den Jüngern am Anfang? Markus, Kapitel 16. Könnt ihr gerne auch aufschlagen. Markus 16, Vers 8. Jesus ist auferstanden, die Jünger haben das mitbekommen. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Und sie wussten, Jesus war auferstanden. Aber dennoch, ihnen saß die Angst in den Knochen. Jesus ist auferstanden und er steht, und jetzt kommen wir zu unserem Text. Er steht mit ihnen zusammen und verheißt ihnen, dass der Heilige Geist kommen wird. Und wir lesen ein paar Tage später nach Pfingsten, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Und was hat der Apostel Petrus hier gesagt? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und er steht hier vor dem Hohen Rat und muss sich um sein Leben fürchten. Sehen wir diesen krassen Wandel? Einerseits sitzt ihnen kurz nach der Auferstehung, sie wissen, Jesus lebt, die Angst in den Knochen und sie verstecken sich in ihren Mauselöchern und trauen sich nicht auf die Straße. Und 50 Tage später und vielleicht noch ein bisschen mehr steht der Apostel Petrus vor dem Hohen Rat. Ihnen wird mit dem Leben, mit dem Tod gedroht, sie haben Angst um ihr Leben und er sagt, hier stehe ich und es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dieser gigantische Wechsel. Das wollen wir uns heute anschauen. Wie ist das möglich? Was ist da passiert? Das Thema der Predigt heißt von Furcht zu Freimütigkeit. Wir lesen Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Und ich lade uns ein, zunächst aufzustehen. Wir wollen nochmal Gott bitten, dass er dieses Wort auch gebraucht, dass auch wir als Gläubige neu aufstehen. Wir brauchen das so sehr in unserer Zeit. Die biblischen Wahrheiten sind angegriffen wie noch nie zuvor. So wollen wir beten, dass Gott dieses Wort auch gebraucht, um uns zu mobilisieren.
Herr Jesus, wir stehen heute hier. Und wir bitten dich, Herr, dass du durch dein Wort jetzt das tust, was nur du tun kannst. Herr, wenn wir dein Wort jetzt öffnen, dann öffne doch unsere Herzen und rede du durch deinen Geist in unsere Herzen hinein. Schenke Veränderung, wo nötig. Schenke Zurüstung. Und schenke, dass wir wirklich zu den Gläubigen gehören, die aufstehen für dein Reich und eintreten für deine kostbaren Wahrheiten, die Furcht ja, zurücklassen, wenn der Geist Gottes kommt, sodass wir in Kraft auch in dem Leben laufen und den Kampf kämpfen, den du uns auch zugedacht hast. So segne jetzt dieses Wort. Amen. Lass uns doch aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen oder stehen bleiben. Und dann steigen wir in den Text ein. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir werden den Text in drei Abschnitten durchgehen. Wie gesagt, das Thema ist von Furcht zur Freimütigkeit. Die erste Weisheit, die Gott uns hier auf den Weg gibt, ist die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Das sind die Verse 4 bis 5, wo Jesus sagt, ihr sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Und dann die Verse 6 bis 7, wo die Jünger fragen, richtest du dein Königreich auf? Und Jesus sagt, es ist die Verantwortung des Vaters. Und deswegen ist der zweite Punkt, vertraue deinem Vater. Es ist seine Verantwortung. Also der erste Punkt, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Der zweite ist der Plan des Vaters. Und der dritte Punkt, dann Vers 8, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das Zeugnis von Jesus Christus. Versiegelung mit dem Heiligen Geist, der Plan des Vaters und das Zeugnis von Jesus Christus. Und ist es nicht interessant, dass wir hier auch irgendwo die Dreieinigkeit Gottes sehen? Wie Gott in seiner Trinität am Werk ist, in der Gemeindegründung. Lasst uns starten mit dem ersten Punkt, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Verse 4 bis 5. Also Jesus ist mit den Jüngern zusammen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es waren turbulente Zeiten. Jesus gekreuzigt, auferstanden, dann erscheint er hier und dort den Jüngern und er, das wissen wir aus 1. Korinther 15, er erscheint über 500 Gläubigen. Also es ist klar, Jesus lebt und so steht Jesus nun als der Auferstandene, der den Tod besiegt hat, vor den Jüngern, quicklebendig. Und die Jünger sind bereit, mit Jesus die Welt zu erobern. Wir sehen in Vers 3, Jesus selbst redet mit ihnen auch über die Königsherrschaft, über das Reich Gottes. Und Jesus hat nun als Sieger, steht er vor ihnen und sagt, hier bin ich. Ist es nicht wunderbar, das zu sehen? Und so sind die Jünger gespannt und sind bereit, mit Jesus die Welt zu erobern. Aber Jesus zeigt ihnen zunächst mal ein Stoppschild und sagt, stopp, ihr seid noch nicht so weit. Vers 4, wartet auf die Verheißung des Vaters. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und warum ist es die Verheißung des Vaters? Und
Jesus greift hier auf eine Verheißung aus dem Buch Hesekiel. Hesekiel 36, können wir gerne aufschlagen. Hesekiel 36, wo der Vater selbst die große Verheißung gibt zum neuen Bund. Hesekiel 36, Vers 25 bis 26. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Die Verheißung des Vaters. Schon im alten Bund, im Alten Testament vorausgesagt, Jesus selbst hat das auch aufgegriffen im Neuen Testament und hat gesagt, ich werde zum Vater gehen und werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Johannes 14, Vers 16. Und das Besondere ist auch, Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also Jesus greift die Verheißung des Vaters auf und deswegen sagt er auch, wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt. Und da müssen wir uns auch fragen, ist das heute auch noch so? Müssen wir auch auf den Heiligen Geist warten? Ist das ein Muster, dem wir auch heute noch folgen? Ist es so wie bei den Jüngern, sie waren mit Jesus zusammen 3 Jahre, gingen mit ihm durch dick und dünn, dann stirbt Jesus, er steht auf und irgendwann bekommen sie dann nach 50 Tagen nach seiner Auferstehung den Heiligen Geist. Ist das auch heute ein Muster? Und das ist eine Frage, die wir auch an den Text stellen müssen. Und hier müssen wir auch verstehen, die Apostelgeschichte, wie wir es auch schon gehört haben, ist kein vorschreibendes Buch, sondern ein beschreibendes Buch. Deswegen müssen wir hier sehr aufpassen, was wir aus der Apostelgeschichte auch als absolute Wahrheiten für uns rausnehmen. Und wir brauchen die apostolischen Briefe auch. Und da blicken wir in den Epheserbrief, wo uns eine ganz klare Antwort gegeben ist bezüglich des Heiligen Geistes und wann wir ihn bekommen. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Meine Lieben, das ist so eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Die Jünger haben vor Pfingsten gelebt und mussten auf die Verheißung des Vaters warten. Wir leben nach Pfingsten und können uns ab dem Moment des Gläubigwerdens, ab dem Moment der Wiedergeburt, und wir werden durch den Geist zum Leben erweckt. Und ab dem Moment, wo wir Jesus gehören, wiedergeboren sind, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist für Zeit und Ewigkeit. Deswegen ist das Muster, was wir in der Apostelgeschichte sehen, auf unsere heutige Zeit so nicht anwendbar, sondern wir werden vielmehr ab dem Tag, wo wir gläubig wurden, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dieses Bild des Siegels, wenn man darüber mal nachdenkt, das ist wie ein Königssiegel, das uns gegeben wurde. Wie eine Sicherheit, dass Gott sich wie eine Burg um uns stellt und uns schützt vor fremdem Zugriff. Das ist die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Und auch Vers 14, der ist das Unterpfand unseres Erbes. Es ist wie eine Vorauszahlung, die Gott uns gegeben hat, als Garantie dafür, dass wir eines Tages vollendet sind bei ihm in der Ewigkeit. Und ihr Lieben, wir sind so fest versiegelt mit dem Heiligen Geist und er weicht nicht von uns, dass er sich sogar betrüben lässt. Der Geist Gottes weicht nicht von seinen Kindern, sondern er ist da. Auch wenn du durch schwierige Zeiten gehst, auch wenn du stolperst, der Geist Gottes bleibt an deiner Seite. Was für eine kostbare Wahrheit.
Der einzige Befehl, der uns bezüglich des Heiligen Geistes gegeben wird, ist aus Epheser 5, Vers 18, wo es heißt: Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Das ist der einzige Befehl. Ihr Lieben, wir dürfen wissen, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und er weicht nicht von uns, aber wir dürfen Gott bitten und uns wird hier ganz klar befohlen, voll des Geistes zu werden. Und das ist der einzige Befehl, den es bezüglich des Heiligen Geistes auch gibt. Werdet voll des Geistes. Und hier müssen wir auch die Frage stellen, ja, wie werden wir denn voll des Geistes? Und hier gibt uns auch die Apostelgeschichte selbst die Antwort, wenn wir Apostelgeschichte 4, 31 aufschlagen. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist so eine 3G-Regel, die ich uns mit auf den Weg geben möchte, losgelöst von Corona. Das erste ist Gebet. Sie beteten und wurden voll des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen, und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gibt, gegeben hat, die ihm gehorchen. Punkt 2 ist Gehorsam. Also wenn du voll des Geistes sein möchtest, nimm dir Zeit zum Gebet. Sei dem Wort Gottes gehorsam. Und das dritte G ist Apostelgeschichte 6, Vers 5. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Also hier sehen wir, dass der Glaube und der Geist zusammengehören. Die korrelieren miteinander. Also Gebet, Glaube und Gehorsam. Das sind die drei Gs, die du mitnehmen kannst heute, wenn du voll des Geistes werden möchtest und aus der Fülle leben möchtest. Und ihr Lieben, wichtiger Punkt auch hier zu erwähnen, dass der Geist Gottes, und hier steht natürlich in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass es eine Kraft ist, und das legen ja auch viele fälschlicherweise als mysteriöse Energie aus, die nicht greifbar ist, aber auch hier wissen wir aus der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist eine vollständige Person ist. Eine vollständige Person ist, die man belügen kann, die man betrüben kann und die auch selbstständig sprechen kann. Die Gott selbst ist. Und was für eine wichtige Wahrheit ist denn das? Wir sind bei Punkt 1, Versiegelung durch den Heiligen Geist, dass Gott selbst in den Herzen der Gläubigen durch den Heiligen Geist wohnt. Das ist eine kostbare Wahrheit. Wenn wir zu Hause uns fertig machen, manchmal Besuch bekommen, dann wird alles hergerichtet. Es wird alles sauber gemacht. Man möchte einen guten Eindruck machen. Stell dir vor, der Präsident kommt dich besuchen, dein Garten. Es wird alles geschmückt, picobello. Wir haben es ja nicht mit dem Präsident zu tun, sondern mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wie kostbar wäre es, wenn wir mehr darüber nachdenken, dass Gott selbst, der heilige Gott, in unseren Herzen wohnt, durch den Heiligen Geist. Oh, dass wir doch bemüht sein mögen, unsere Herzen sauber zu halten und nicht leichtfertig sündigen. Wenn wir uns dessen bewusst wären, vollumfänglich, 100%, dass Gott selbst in unseren Herzen wohnt, ja, wie viel Streit könnten wir uns ersparen? Wie viel weniger Zeit würden wir vergeuden mit unnützen Dingen? Ja, wie viel mehr würden wir beten? Der allmächtige Gott wohnt in deinem Herzen. Mose musste die Schuhe ausziehen, als Gott ihm im Busch begegnet ist, brennenden Dornbusch. Oh, dass wir doch ein heiliges Leben führen. Wir sind zur Heiligung berufen, ihr Lieben. Dass wir doch ein heiliges Leben führen mögen. Wir gehören nicht uns selbst.
Und wir vergessen oft, wie groß der Preis war, der bezahlt wurde, damit Gott selbst in unseren Herzen leben kann. Jesus selbst hat mit seinem Blut bezahlt, ihr Lieben. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir sind erkauft durch das Blut Jesu Christi. Wir müssen mit Gott, mit unserem Leib verherrlichen, so wie es in 1. Korinther steht. Verherrlicht Gott mit eurem Leib. Also wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Jünger mussten warten, aber es kam so, dass der Geist Gottes dann auch ausgesandt wurde. Das war der erste Punkt, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Irgendwie reicht das den Jüngern nicht aus. Jesus sagt ihnen, ja, ihr werdet versiegelt werden, der Geist Gottes wird kommen. Und die Jünger fragen sich, ja, wie geht's denn weiter? Wir kommen zu Punkt 2, Vers 6 bis 7. Da fragten ihn, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und es ist ja kein Wunder, dass sie von der Königsherrschaft reden, weil Jesus selbst, wie wir auch in Vers 3 sehen, über das Reich Gottes mit ihnen redete. Also da steht nun ihr König auf dem Ölberg. Und die Jünger fragen sich, wie geht's weiter? Und das Königreich ist so ein wichtiges Thema auch in der gesamten Schrift, ihr Lieben. Es ist von Anfang an verheißen worden, auch an Abraham, dass Könige aus ihm hervorgehen werden, aus seinem Stammbaum, 1. Mose 17. Können wir kurz aufschlagen und reinschauen? Ich finde das wichtig, dass wir die wichtigen Bibelstellen auch parat haben. Ja, wo Gott den Bund mit Abraham schließt, 1. Mose Kapitel 17, Vers 6 bis 7. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir hervorkommen. Also selbst dem Abraham damals schon, beim Bundesschluss hat Gott verheißen, es werden Könige aus deinem Geschlecht hervorgehen. Und jetzt könntest du sagen, oh, das ist ja alles eine alte Geschichte. Dann schauen wir mal den Vers 7 an. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund. Der Bund mit Abraham ist ein ewiger Bund. Das heißt, Gott selbst gibt hier schon Hinweise auf den ewigen König. Und es geht weiter im Bund, den Gott mit David geschlossen hat. 2. Samuel Kapitel 7. Lass uns auch hier reinschauen. 2. Samuel Kapitel 7. Vers 16 oder 15 auch. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Also auch hier bestätigt Gott dem David, in dem Bund, den er mit ihm geschlossen hat, es werden Könige aus dir hervorgehen und die werden ewig auf dem Thron sitzen. Also wir sehen, das Königreich ist ein Thema, was sich durch die ganze Schrift zieht und auch Jesus greift das auf. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 43, sprach Jesus zu ihnen, ich muss auch in den anderen Städten das Reich Gottes verkündigen. Lukas 8, Vers 1, und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Reich Gottes verkündigte. Und dann Lukas 9, Vers 2, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Also so zieht sich das Reich Gottes durch die gesamte Schrift, angefangen von Abraham, David, Neues Testament, Evangelien. Und jetzt steht Jesus als der König und Sieger auf diesem Ölberg. Und auch diese alten Verheißungen, Sacharja 14, das ist so ein wunderbarer Text. Da müssen wir kurz reinschauen, ihr Lieben. Sacharja 14, Vers 4. Und es ist gut möglich, dass die Jünger auch diesen Text im Kopf hatten. Wenn wir die Predigten im Neuen Testament anschauen, in der Apostelgeschichte, die Apostel, die kannten das Alte Testament so gut wie wahrscheinlich keiner von hier. Und die Jünger hatten wahrscheinlich auch diesen Text parat. Und hier sehen wir Sacharja 14, Vers 4. Und bitte habt im Kopf, Jesus steht nun auf dem Ölberg als Sieger und König. Und da heißt es, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Und
Ölberg wird sich in der Mitte spalten und nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Und dann in Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Was für eine mächtige Verheißung. Und jetzt steht Jesus genau auf diesem Ölberg als Sieger, der den Tod, Teufel, Sünde besiegt hat. Er steht nun da und die Jünger fragen sich bestimmt, ist denn jetzt dieser Moment gekommen? Deswegen reden sie von der Königsherrschaft. Was ist die glasklare Antwort von Jesus in dieser Spannung, in der die Jünger sich befinden? Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und hier zieht Jesus eine ganz klare Linie und sagt, es ist nicht eure Verantwortung. Es ist nicht eure Verantwortung. Also ist das nicht bewegend? Ihr Lieben, das hat mich auch bewegt. Es gibt Dinge, die sind in unserer Verantwortung, und es gibt Dinge, die sind nicht in unserer Verantwortung. Und die Zeiten und die Zeitpunkte, wann Jesus das Königreich errichtet, die sind nicht in unserer Verantwortung. 5. Mose 29, 28, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Es gibt eine rote Linie, ihr Lieben, wo Gott uns gewisse Dinge nicht offenbart. Die stehen bei dem Herrn. Und das ist auch unsere Aufgabe, dem Vater zu vertrauen. Und so wie auch die Jünger hier, ihnen blieb nichts anderes übrig, könnte man jetzt sagen, aber es ist doch auch befreiend, ihr Lieben. Es ist doch auch befreiend zu wissen, dass wir nicht für alles verantwortlich sind. Und das Reich Gottes und wann es kommt und wie es kommt, das ist nicht in unserer Verantwortung, sondern das steht, und schauen wir doch mal den Nachdruck, mit dem Jesus das sagt, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wir wünschen uns manchmal so sehr, auch zu wissen, wann kommt denn Jesus endlich? Und wir warten und warten und warten. Wir sind 2000 Jahre vergangen und wir warten und warten immer noch. Und wir fragen uns, Jesus, wann kommst denn du endlich? Jesus hatte ganz andere Pläne. Wenn Jesus damals sein Königreich errichtet hätte, dann wäre das eine ganz andere, eine kleinere Nummer, sage ich jetzt mal. Aber mit dem Heiligen Geist, den er ausgegossen hat in unsere Herzen, was sagt der Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat? Das Reich Gottes ist nicht äußerlich. Es ist inmitten. Es ist mitten unter euch, also mitten in euch, inwendig in euch drin. Das war der Plan des Vaters. Es war nicht der Plan des Vaters, jetzt direkt ein irdisches Königreich zu errichten. Nein, Gott denkt viel größer, ihr Lieben, als wir. Der Plan des Vaters war, das Königreich erstmal in der geistlichen Dimension zu errichten, nämlich in uns drin. Es ist so bewegend, dass Jesus, der König, in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und dass wir nun im Zeitalter der Gemeinde sind, dieses geistliche Königreich, das hier auf der Erde existiert, dass wir Teil davon sind. Das war der Plan Jesu. Die Jünger haben so klein gedacht, Jesus denkt groß. Und deswegen ist es auch gut, dass Jesus uns hier und da eine Grenze zieht, weil wir die Dimensionen, in denen Gott denkt, überhaupt gar nicht erfassen können. Aber dennoch neigen wir so oft dazu, auch zu rechnen und zu denken und zu kalkulieren, ja, wann kommt Jesus? Und da denke ich zurück an das Jahr 2000, Millennium, irgendwie schon ein spannender Moment gewesen, als es dann von 1999 auf 2000 ging, da haben ja gefühlt irgendwie alle am Rad gedreht. Und auch in der gläubigen Welt, in unserer Gemeinde damals auch, ja, wird Jesus jetzt kommen? Und dieser Abend, wir haben gebetet, wir haben um Vergebung gebeten, Buße getan und um 23.59 Uhr, kommt Jesus jetzt oder nicht?
Und wir mussten wieder warten. Und im Nachgang habe ich überlegt, Jesus kommt ja auf den Ölberg Jerusalem. Also waren wir in einer ganz anderen falschen Zeitzone. Jerusalem ist ja eine Stunde voraus, also wären wir eh viel zu, noch nicht fertig gewesen mit Buße tun. Aber so eine spannende Zeit, ihr Lieben. Jesus setzt uns hier eine Grenze und sagt, rechne nicht. Auch wenn du jetzt in die Zeitgeschichte schaust, auch was so abgeht, Krieg, Israel, Hamas, Hisbollah, Krieg mit Ukraine. Und es gab ja noch andere spannende Zeiten, als das World Wide Web dann ins Leben gerufen wurde, davor, keine Ahnung, 30 Jahren. WWW, ist das jetzt eine Symbolik für 666 und dürfen die Christen ins Internet? Das waren alles so Fragen, die uns umgetrieben haben. Und auch Corona war so eine spannende Zeit, wo wir gedacht haben, Mensch, kommt jetzt die Weltregierung oder was geht hier ab? Und kommt Jesus jetzt endlich, ihr Lieben? Gott sagt uns heute, hört auf zu rechnen. Hört auf zu kalkulieren. Es ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist Punkt 1, voll des Geistes zu sein. Durch Gebet, Glaube, Gehorsam, 3G-Regel und deinem Vater zu vertrauen. Er baut sein Reich, seine Gemeinde nach seinem Plan. Und das ist auch so ein wichtiger Vers, der mir so zu Herzen ging. Wir neigen ja so oft dazu, auch zu fragen, Gott, was um alles in der Welt machst du? Lass uns den Vers aufschlagen, Daniel Kapitel 4. Und der Vers hat mich wirklich bewegt. Daniel Kapitel 4, Vers 32. Oder lass uns Vers 31 noch mitlesen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemanden, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Es gibt niemanden, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Wie oft fragen wir das? Wie oft kommen wir an unsere Grenzen von unserem Verstand, ja auch was unsere privaten Umstände angeht und Gott genau das fragen. Ob es eine harte Zeit ist, wo du durchgehst, eine Lebenskrise. Ob sich auf dem Job alles drüber und drunter dreht. Du vielleicht finanzielle Nöte hast oder überfordert bist mit deinen Kindern. Es gibt so viele unendliche Dinge. Menschen, mit denen du vielleicht nicht klarkommst, wo wir versucht sind zu fragen, was machst du? Ihr Lieben, es ist nicht unsere Verantwortung zu fragen, was die Zeitpunkte und die Zeiten, durch die wir auch gehen. Wir sollen nicht fragen, was machst du, sondern wir dürfen unserem Vater im Himmel vertrauen. Und das sagt Gott dir heute durch sein Wort. Werde voll des Geistes und vertraue deinem Vater im Himmel. Zurück zu unserem Text. Nachdem Jesus diese Verantwortung klar gemacht hat, da geht er noch mal ein bisschen präziser auch auf den Heiligen Geist ein. Und wir kommen jetzt zum dritten Punkt, nachdem wir die ersten beiden betrachtet haben. Der dritte Punkt ist kraftvolles Zeugnis von Jesus.
Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Also Jesus wendet hier die Gedanken weg von diesem Königreichsdenken hin zu etwas anderem, nämlich wieder zum Heiligen Geist. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das waren die letzten Worte Jesu. Und wir lesen in Vers 9, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte haben oft eine große Bedeutung. Und so ist dieser Vers auch für uns von zentraler Bedeutung. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, Jesus steht hier mit den 12 Aposteln, oder 11 Apostel sind es, Entschuldigung, Judas ist ja verloren gegangen. Und zu dem Zeitpunkt sind sie noch zu 11. Und er steht hier vor ihnen und gibt ihnen diese Aussage mit auf den Weg. Und dann könnte man ja sagen, ja, ist dieser Auftrag nicht zu groß? Wenn ich mir vorstelle, ich würde an diesem Tag mit Jesus dastehen, mit 10 weiteren Brüdern, und Jesus sagt uns, hey Leute, ihr werdet Zeugen sein, okay, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz und übrigens auch bis ans Ende der Erde. Gigantischer Auftrag. War er zu groß? Die Apostelgeschichte zeigt uns, der Auftrag war nicht zu groß. Und was passierte? Und es ist so gigantisch, wenn man das mal verfolgt. Ich möchte kurz einen Spurt machen durch Apostelgeschichte. Kapitel 2, Vers 4 sehen wir nun, der Heilige Geist kommt. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das war das Pfingstfest in Jerusalem. Und es geht weiter mit einem weiteren Pfingstfest, wenn man so will, in Samaria, Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8, Vers 17. Also die Geschwister hören das Evangelium des Alten Testamentes, sie bekehren sich, das Wort Gottes erreicht sie. Und dann kommen die Apostel und legen ihnen die Hände auf. Ab 8, Vers 17, da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und das Ganze spielt sich ab in Samaria. Und dann geht es weiter in Kapitel 10. Vers 44. Und das war nach der Ermordung des Stephanus und die wurden alle zerstreut. Und so erreichte das Wort auch die Gegend von Caesarea, wie wir in 10,24 sehen. Und das ist der erste Heide, wenn man so will, der erste bekehrte Heide, Cornelius, der zum Glauben kommt. Und in 10, Vers 44 sehen wir, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und dann Vers 46, und sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Und das war, wenn man so will, das Pfingstfest der Heiden. Und so lief das Wort von Jerusalem, Judäa, Samaria bis nach Caesarea außerhalb dieses Gebietes. Und das Wunderbare ist doch, auch hier macht das Wort Gottes nicht Stopp. Und wenn wir an das Ende der Apostelgeschichte schauen, die allerletzten beiden Verse, Apostelgeschichte 28, Vers 30. Paulus ist in Rom. Er ist in Rom und wir lesen von ihm, er blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit. In Rom, der damaligen Welthauptstadt. Das war das damalige Ende der Erde. Und das Beste ist, es hört ja noch nicht auf und dafür sind die Briefe, die apostolischen Briefe auch so kostbar, ihr Lieben. Und das müssen wir auch aufschlagen. Philipper 4, Vers 4. Was schreibt Paulus? Er selber sitzt im Gefängnis in Rom und er schreibt
an die Brüder in Philippi. Und das ist so gigantisch, ihr Lieben. Vers 22 oder 21, lasst uns das mitlesen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Und er sitzt in Rom. Ja, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Ist das nicht gigantisch? Er sitzt im Haus des Kaisers. Er verkündigt dort das Evangelium, Apostelgeschichte 28, und es kommen dort am Ende der Erde Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. War der Auftrag zu groß? Nein. Es war ein gigantisches Werk des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes kam in Jerusalem, in Samaria, in Caesarea, und das Wort lief und lief und lief bis nach Rom. Und das alles im Anblick von Bedrohung, Gewalt und Mord. Gigantisches Werk. Und wie ging das vonstatten? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der Heilige Geist hat gewirkt. Ja und Amen. Aber war es nur der Heilige Geist? Und wir sehen, wenn wir jetzt nochmal in die Apostelgeschichte reinschauen, dass das ein wunderbares Zusammenwirken ist zwischen Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Also der Heilige Geist kommt, nochmal Apostelgeschichte 2, Vers 4, der Geist Gottes kommt, sie wurden mit dem Geist erfüllt und sie redeten in anderen Sprachen. Und was, wie geht es dann weiter? Apostelgeschichte 2, ab Vers 14, Petrus, diese wunderbare Predigt. Er predigt vor dem Volk und er hat eine klare Botschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also der Geist Gottes kommt und Petrus predigt zu dem Volk und er hat eine klare Message. Es geht weiter. 2,42, die Gemeinde blieb beständig in der Lehre der Apostel. Also hier sehen wir schon, der Geist Gottes kommt und sie blieben beständig in der Lehre. Es geht weiter in Kapitel 3, Vers 12, da sind sie in der Halle Salomos und Petrus ergreift das Wort. Er wandte sich auch an das Volk und sagt, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch und so weiter. Und in Vers 13 hat er auch hier wieder eine klare Botschaft. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Auch hier wieder. Der Geist Gottes kommt und Petrus predigt eine klare Botschaft. Es geht weiter in Kapitel 4. Vers 2, ja, der Hohe Rat ist natürlich aufgebracht, dass sie das Volk lehrten, aber auch hier wieder die Lehre an das Volk über Jesus, den Auferstandenen. Dann Vers 8 sehen wir, Petrus sprach, vom Heiligen Geist erfüllt, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Also hier sehen wir auch wieder diese Kombination Wort und Geist. Und es geht weiter. Diese klare Botschaft, Vers 12 dann, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und auch als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, also hier sehen wir auch wieder diese Kombination zwischen Heiliger Geist, klare Botschaft, klare Verkündigung. Dann wieder Vers 31, hatten wir vorhin schon gelesen, nochmal zur Wiederholung. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Auch hier wieder der Geist und die Verkündigung des Wortes. Dann Kapitel 5. Und das ist auch so ein toller Vers. Also sie werden dann ins Gefängnis gesteckt. Hier sehen wir die Bedrohung.
Und dann in Vers 21, als der Engel sie befreit hat, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Auch hier wieder die Verkündigung von Gottes Wort. Und dann Vers 28, und das ist so ein anderer, wirklich bewegender Vers, der schon nach relativ kurzer Zeit, sich auf kurze Zeit nach dem Pfingstfest bezieht, wo der Hohe Rat sagt, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Ganz Jerusalem war voll. Ganz Jerusalem war voll. Was können wir heute davon ableiten? Wir sehen hier dieses wunderbare Zusammenwirken zwischen dem Geist Gottes und dem Wort Gottes. Und das ist ein Muster, an das wir uns auch heute noch halten dürfen, ihr Lieben. Es wird aufgegriffen in den apostolischen Briefen auch einerseits, ihr habt nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Werdet voll des Geistes, einerseits. Und dann Kolosser 3, Vers 16, werdet voll des Wortes. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Also wird das in den apostolischen Briefen auch aufgegriffen, diese wie so eine Waagschale. Einerseits werde voll des Geistes, werde voll des Wortes, weil das im Endeffekt diese Kombination ist, auf die es Gott auch ankommt. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und das sind die Gefahren, denen auch viele ausgesetzt sind oder wir als Gläubige. Einerseits verzichte auf den Geist und du landest in der eiskalten Orthodoxie. Verzichte auf das Wort und du landest in der Charismatik. Wir brauchen beides, ihr Lieben. Wir brauchen das Wort, die Lehre der Apostel, das ist uns hier aufgeschrieben. Und es ist auch nicht zu verwundern, die Gläubigen waren damals Tag und Nacht, lesen wir an zwei Stellen in der Apostelgeschichte, sie waren jeden Tag unter der Lehre der Apostel. Hier und da in den Häusern. Sie blieben beständig in der Lehre. Und ihr Lieben, die apostolische Zeit hat aufgehört. Paulus war der letzte Apostel. Aber der Heilige Geist hat 2. Petrus 1, keine einzige Weissagung ist aus eigenmächtiger Deutung hervorgegangen, sondern getrieben vom Geist Gottes haben die Menschen im Namen Gottes geredet. Und so hat Gott uns sein Wort geschenkt. Das ist die Lehre der Apostel und der Propheten. Wir dürfen das studieren, ihr Lieben. Wir brauchen auch dieses Gleichgewicht zwischen Geist und Wort. Und es ist so bewegend zu sehen, was dadurch möglich ist. Und was wir aus diesem Studium von dieser Apostelgeschichte jetzt wissen, ist, dass da, wo der Geist regiert, da regiert auch die Liebe zum Wort Gottes. Da, wo der Geist regiert, da widmet sich das Volk Gottes unablässig dem Studium seines Wortes. Das ist so wichtig und das sollten wir auch mitnehmen. Und wenn ich mir vorstelle, wie die Jünger sich auch gefühlt haben, als Jesus dann plötzlich weg war, und wir lesen ja Apostelgeschichte 1, und sie blickten auf zum Himmel unverwandt, während er dahin fuhr. Siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung und sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Ich glaube, die waren wie ein Schockstarre. Die konnten das nicht fassen, dass Jesus jetzt weg war. Aber nach und nach hat ja Gott durch den Heiligen Geist ihnen das offenbart und die Wahrheit geschenkt, niedergeschrieben, die wir heute auch haben. Und wisst ihr, was so tröstlich ist? Wir lesen Matthäus, dass einige, als sie vor Jesus waren, anbetend vor ihm niederknieten und niederfielen, einige zweifelten immer noch. Und auch hier sehen wir doch die Jünger, Apostelgeschichte 1 bis 8, sie hatten Fragen ohne Ende. Und so bewegend ist, dass Jesus sie trotzdem aussandte. Und dass er ein gigantisches Werk mit ihnen vorhatte.
Und das gigantische Werk gründet nicht auf ihrer Fähigkeit und auf ihrer Begabung. Und das ist das Bewegende an dieser Stelle. Jesus sandte sie als Schwächlinge aus, weil er wusste, das Ergebnis hängt nicht von ihren Fähigkeiten ab, aber Jesus selbst hat sie ausgerüstet mit einem vollmächtigen Wort und mit der Kraft des Geistes. Und so war Gott in der Lage, mit diesen schwachen Aposteln ein gigantisches Werk umzusetzen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, was wir in der Apostelgeschichte sehen, in Zusammenwirken mit dem Wort. Und das sollen wir auch heute mitnehmen. Von Furcht zur Freimütigkeit. Sitzt du noch in deinem Mauseloch? Hast Angst? Werde voll des Geistes. Gebet, Glaube, Gehorsam. Vertraue deinem Vater, er weiß genau, was zu tun ist und er schreibt seine Heilsgeschichte auch mit dir. Und wenn du dich schwach fühlst, wie die Apostel vielleicht, und nicht weißt, viele, viele Fragen hast, widme dich dem Studium des Wortes, der Lehre der Apostel und der Propheten. Verharre darin und du wirst voll des Geistes und du wirst erleben, wie der Heilige Geist auch dich mobilisiert, dir alle Furcht nimmt. Und Kraft, so wie es hier steht, das ist übrigens im Urtext Dynamis. Und da kommt das deutsche Wort Dynamit her. Und da kriegen wir eine Vorahnung, was für eine Power da drin steckt. Lass doch auch dir sagen, du hast nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und so wollen auch wir als Gemeinde uns mobilisieren lassen. Wir sind vielleicht schwach, aber wir haben ein vollmächtiges Zeugnis. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und so können wir mit diesem Werkzeugkasten, mit dieser Ausrüstung uns auf den Weg machen, um auch die Heilsgeschichte des Vaters, der über allem thront, weiterschreiben. Als Werkzeuge in seine Hand. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, es ist so bewegend zu sehen, was du getan hast, auch als du die Apostelgeschichte, ja, die Werke der Apostel gebraucht hast, um ja, Großes zu tun, dein Reich zu etablieren. Ja, Herr, es ist so bewegend zu sehen, es waren einfache Leute. Petrus, der Fischer, den du gerufen hast. Aber du hast ihm eine vollmächtige Botschaft mit auf den Weg gegeben, nämlich dass in keinem anderen das Heil ist, als in dir allein, Jesus. Und dass du es bist, der kam, um Sünder zu retten und der uns unendlich liebt. Herr, es ist so wunderbar. Und diese Botschaft schallt auch bis heute hinaus in die Welt. Ja, diese lebensspendende Botschaft in einer sterbenden Welt. Ja, und du siehst, dass auch wir uns manchmal ja, wie Mäuse in Mauselöcher verkriechen. Aber du sagst uns heute und erinnerst uns an die kraftvolle Botschaft, die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Heiligen Geistes. Und so danken wir dir, Herr, dass du uns wunderbar ausgerüstet hast, sodass wir ja die Furcht ablegen dürfen und voll des Geistes werden dürfen, um deine Zeugen zu sein. Und Herr, wir sind so gespannt, was du noch tun wirst. Und du möchtest uns Mut schenken. Herr, du möchtest, dass die Gemeinde eine Grundfeste der Wahrheit ist. Herr, und wenn wir uns umschauen und auch sehen, Herr, dass deine kostbaren Wahrheiten immer mehr angegriffen werden, dann mögest du auch uns als Gemeinde, jedem Einzelnen, der hier ist, der uns hört, der diese Botschaft jetzt hört, dass du Mut schenkst und uns bewusst machst, dass du, der allmächtige Gott, in unseren Herzen wohnst. Und wir kommen nicht in unserem eigenen Namen, nein, wir kommen im Namen Jesu Christi. Herr, möge dein Evangelium noch viele Menschen retten. Und wir danken dir, Herr, für dein kostbares Wirken in unserer Zeit, in unserer Gemeinde. Wir wollen uns dir hingeben, voll des Geistes sein, dir, Vater, vertrauen und das vollmächtige
Evangelium von Jesus Christus weitertragen, bis der letzte Gläubige gerettet ist und wir in aller Ewigkeit bei dir sein werden, Herr Jesus, wenn du wiederkommst und deine Gemeinde zu dir ziehst. Und wir freuen uns darauf, Jesus. Dir sei Ehre. Amen.